Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der große kleine Unterschied. Heute befassen wir uns mit folgendem Thema: An oder N, was ist richtig? Also heute befassen wir uns wieder mit Fehlern in der Aussprache, und zwar mit dem Unterschied zwischen A und E. Hier beim E müssen wir darauf achten, dass wir das E richtig aussprechen und kein I machen, also müsst ihr es tief am Kehlkopf aussprechen. Am Anfang dürft ihr übertreiben. Und es darf gar kein I drin sein. Das geht nicht ohne I. Nochmal. E. N. Und gehen wir zu den heutigen Beispielen über. Die Angel. Das ist das, was der Mann hier unten in der Hand hält. Und der Engel. Der Engel. Das ist das, was wir hier sehen. Die Angel und der Engel. Der Unterschied liegt darin, dass wir hier unterschiedliche Anfangsbuchstaben haben. Der Rest ist gleich. Und dass das erste Wort weiblich ist. Also es ist ein Substantiv im Femininum und im Singular. Und der Engel, das ist ein männliches Substantiv. Also ein Substantiv im Maskulinum und auch im Singular. Also es sind beide stehen praktisch in der Einzahl. Achtung, dass wir hier keinen Fehler machen dahingehend, dass wir das irgendwie mit dem Englischen verwechseln. Das ist ein sogenannter falscher Freund. Also die Angel ist das, was der Mann hier hält. Und der Engel ist das, was wir hier sehen. Also die Angel und der Engel. Kommen wir nun zu Beispielsätzen. Mit der Angel fängt man Fische. Also der Mann macht das gerade. Er fängt mit seiner Angel einen Fisch. Und der Engel bietet Schutz. Also zum Beispiel Leute, die gläubig sind, denken zum Beispiel, dass Engel unter anderem auch Schutz bieten. Also es ist sowas, ich denke mal, eher so ein geistlicher Schutz. Also mit der Angel fängt man Fische und der Engel bietet Schutz. Achtung, hier haben wir nochmal was. Das ist, hier haben wir den Dativ und hier haben wir den Nominativ. Also es sind unterschiedliche Felder. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache und sage, mit der Engel fängt man Fische? Mit der Engel fängt man Fische. Müsste ich sagen, damit es richtig ist, mit dem Engel fängt man Fische, was nicht wirklich Sinn macht, weil man mit einem Engel keine Fische fangen kann. Der Angel bietet Schutz, da würde es heißen, die Angel bietet Schutz, würde unter anderem Sinn machen, ja, weil ich die Angel vielleicht auch als Verteidigungsmittel nehmen kann, ja, weiß ich nicht, kann vielleicht hilfreich sein in einer Verteidigungssituation, von daher macht das noch etwas mehr Sinn, als dass man mit einem Engel Fische fängt. Also hierhingehend gibt es eigentlich bei der Aussprache nur eins zu beachten, dass wir das E richtig aussprechen und kein I hören und dass wir uns bewusst sind, was die Wörter heißen. Also dass die Angel das ist und der Engel, dass das ist. Deshalb hier wieder aufpassen, wenn wir zum Beispiel mit dem Englischen unterwegs sind, dass es hier große Unterschiede gibt bei diesem Wort zum Beispiel. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei, macht's gut. Tschüss.